Einen Hürdenlauf der etwas anderen Art hat es am 8. März, dem Internationalen Frauentag, in der Klagenfurter Innenstadt gegeben. 7 Hürden im Hinblick auf Gleichberechtigung der Frauen wurden symbolisch beim ersten Frauenhürdenlauf bewältigt. Den hat die Frauenplattform Klagenfurt gemeinsam mit dem Frauenbüro, unterstützt durch die Stadträtin Andrea Wulz, organisiert. Es geht darum, sichtbar zu machen, dass vieles für Frauen noch im Argen liegt. Es heißt ja immer wieder, was wollt's denn, ist eh schon alles gleichberechtigt und eh schon alles so toll für euch. Frauen werden eh schon überall bevorzugt. Wir wollen aufzeigen am 8. März, dass das nicht so ist, dass Frauen noch immer für ihre Rechte kämpfen. Und ich möchte auch erwähnen, dass der Internationale Frauentag kein Valentinstag ist, kein Wellness-Tag für Frauen, kein Muttertag ist, sondern es geht wirklich darum, für die Rechte von Frauen einzustehen. Sportlich, geschickt oder getrickst. Die Art und Weise, wie die Teilnehmerinnen an die jeweiligen Hürden herangingen, war unterschiedlich. Hauptsache, die Hürden wurden bewältigt. Einer großen Hürde möchte auch die katholische Frauenbewegung den Kampf ansagen. Ganz eine große Hürde sind natürlich die Rollenklischees. Eine weitere große Hürde ist die unbezahlte Arbeit, die einfach größtenteils von Frauen gemacht wird. Frauen arbeiten, also 2/3 der unbezahlten Arbeit wird von Frauen gemacht. Und wir also können dadurch einfach weniger unserer Karriere widmen, haben dadurch einfach weniger Zeit. Zeit bedeutet auch immer Geld und dann auch Macht. Also es ist so ein Dreieck, das durch die unbezahlte Arbeit ganz schwer zu durchbrechen ist. Zum ersten Mal hat es den Hürdenlauf in Klagenfurt gegeben, der nun aber sozusagen auf Tournee gehen soll. Ja, ist in Klagenfurt konzipiert worden und geht jetzt auf Wanderschaft durch alle österreichischen Städte. Das macht uns sehr stolz. Ich denke, von Klagenfurt aus gehen hier sehr viele Impulse bezüglich des Internationalen Frauentages. Und das Frauenbüro und die Klagenfurter Frauenplattform sind wirklich verlässliche Partnerinnen für alle Frauen in der Stadt. Übrigens, der Frauentag blickt bereits auf eine lange Geschichte zurück. Wurde er in Österreich und somit auch in Klagenfurt bereits im Jahre 1911 gefeiert.